So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir Division Rivals Rewards, Weekend League Rewards und danach schauen wir einfach mal weiter. Ich weiß gerade noch nicht, was danach für ein Teil ins Video kommt. Ich habe sogar Division 1, Rang 1 geholt, wenn ich nicht runtergerankt wurde. Dann bekommen wir gleich ein 125k-Pack, sollte ich drin geblieben sein. Gutes Deutsch mal wieder. Ansonsten haben wir noch Weekend League Rewards. Ich habe nur bis Gold 3 gespielt. Ich glaube, am Ende wurde es ein 14-2 oder ein 14-3, eins von beiden. Ich würde sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat am Ende. 1300 Likes gebe ich euch mal mit. Lasst ein Abo dann, wenn ihr neu seid. Und morgen wieder Livestream gegen 12.45 Uhr, 13 Uhr. Dann würde ich mal sagen, genug geredet. Wir gehen jetzt rein ins Video. Und ja, let's go. Okay, wir fangen erstmal an, die Rivals Rewards abzuholen. Bitte bin ich Rang 1 geblieben. Ja, wir sind Rang 1 geblieben. Ich könnte hier 80.000 Coins mitnehmen, Freunde. Aber für euch, für das Video, nehmen wir uns das Megapack und das 125k Pack Tradable ab. Ich habe, glaube ich, gestern Abend 7 Rivals Games gemacht. Habe davon, lass mich nicht lügen, 6 gewonnen und 1 unentschieden. Also ich habe kein Game verloren. Ich bin echt gut drauf gewesen. Oder die Gegner waren einfach scheiße, ich kann es euch nicht sagen. Aber wir fangen mit den Weekend League Rewards an. Gold 3, wie gesagt, Player Picks. Kann man überhaupt was ziehen? Ich glaube, Bale, Pepe, ja, Lewandowski. Ja, wir lassen uns einfach überraschen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, erster Player-Pick, EA Gönn. Ja, mitnehmen. Wie heißt er? EA Naga, okay. Und zweiter Pick, let's go. Ich, wie gesagt, habe keine Hoffnung, was erwarte ich auch. Ist genauso schlecht. Er hat 94 Pace als ZM. Aber beide Player-Picks, komplett Katastrophe. Behalten wir einfach so für die Premium-Upgrade-SBC, wenn wir bald genug rote Karten gesammelt haben. Dann würde ich sagen, gehen wir in die 5 Packs rein, die wir jetzt haben von den Weekend League Rewards. Das sind 3 Megapacks, Fufi und 100... Oha, wir haben nur 5... Telefon klingelt. Ich wollte sagen, wir haben 5 Packs und die sind alle gut. Wir fangen an mit der Nummer 2. Erstmal die 3 Megapacks wegziehen. Es kann sein, dass heute Abend noch die Top-Partien ins Video mit reinkommen. Ich muss schauen, wie ich das Ganze mache. Aber EA, ich wünsche mir aus den 5 Packs 2 Walkouts. Ich glaube, das ist sogar... Also das darf ich mir sogar erlauben, sage ich mal, bei den 5 Packs, die wirklich alle gut sind eigentlich. Erste Pack wird ein 84er Lautaro Martinez. Sollte ca. für 8000 Münzen gehen. Die haben neue Bilder bekommen, okay. Ja, vielleicht sogar über 10.000 mitnehmen. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in euren Rewards hattet. Aber wir gehen erstmal rein ins nächste Megapack. EA, I believe in you. I believe in you, Gönn Walkout. Schade. Schade, schade, schade. Okay, 3 Packs. Wir schauen nicht hin, ob es ein Walkout wird. Machen wir es so. Ich mache die Augen zu. Wir schauen hin in 3, 2, 1. Let's go. Komm schon. Benson Walk. Cut. Das waren ja richtige Megapacks, also wirklich, das ist geisteskrank. 50k-Pick von den Weekend League Rewards. Ich sag, wir werden am Ende gar kein Walkout ziehen, ich sehe es kommen. Keine Worte, 50k-Pack. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, dann haben wir noch das 125k-Pack. Hat sich ja richtig gelohnt, die ganze Weekend League, also die halbe Weekend League zu spielen. Plus gestern Abend 7 Rivals Games zu machen. Wir schauen ja auch nicht wieder, ob es ein Walkout wird. Das ist so krank. 3, 2, 1, let's go. Wir schauen hin. Special Karte wird schon mal nicht. Walkout bezweifle ich auch. Das wird, ja doch, Kimmich, okay. Aber das waren ja echt 5 schlechte Packs. Ein Spieler, der jetzt, sage ich mal, ein bisschen rettet, wenn dahinter noch ein 85er ist. Nichts gesagt. Ja, Freunde, das sind, schaut an, das sind 140, ja, das sind 60 und 60, das sind 120.000 Coins. 120.000 Coins mit 2 Walkouts. Ist noch hinten was? Nein, aber 120.000 Coins gemacht. Okay, das Pack hat gerettet. Ich habe nichts gesagt. Ich nehme diesen Schlag von eben zurück. Ich habe nichts gesagt, die A-Sports. Ich habe gesagt, ich wünsche mir 2 Walkouts und ich habe heute 2 Walkouts auch bekommen. Kann ich direkt beide für 60 circa listen. Da haben wir noch 84er drin, die für 7.000 gehen. Können wir auch mal so listen. 7.400 geht er. Und Douglas Costa sollte sogar für, ja, 9.000, glaube ich, gehen. Können wir auch mal so für 9.000 reinstellen. Wir haben knapp 150.000 Coins mit dem Pack gemacht. Der kostet auch nochmal 6.000, lul. Okay, dann am Ende war es gar nicht so schlecht. Schaut euch an, meine Coins steigen hoch. Also Rivals hat sich extrem gelohnt. Weekend League natürlich nicht. War auch nur Gold 3, muss man sagen. Aber so viel erstmal zu meinen Rewards, Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann zufrieden sein mit den Rewards. Ich habe ja auch nur bis Gold 3 gespielt. Rivals hat ja hier extrem gegönnt mit Sterling und Kimmich. Aber dann würde ich sagen, setzen wir jetzt einen kurzen Cut und sehen uns sofort wieder. Okay, wir kommen jetzt zu einer kleinen Marktanalyse. Ich habe euch auf Instagram gefragt, in was man oder was ihr für Fragen habt. Und die werde ich jetzt beantworten. Natürlich nicht alle, weil... Ja...
haut nicht hin, Freunde. Soll ich erzählen? Es geht ja noch hier komplett weiter. Ja, erstmal so viel dazu. Bewundert und ich gerade meine Haare. Mein Föhn wollte einfach nicht mehr angehen. Ich weiß nicht warum. Ich kam vom Duschen, hab trainiert. Ja, er geht nicht an. Jetzt sitze ich hier mit nassen Haaren gefühlt. Aber so viel erstmal dazu. Wir kommen direkt zur ersten Frage, weil die halt auch am meisten reinkommt. In was kann man derzeit investieren? Und hier ist ganz klare Sache. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen hohen Markt. Wir haben 89er bei gefühlt, oder nicht bei gefühlt, es ist so bei 80.000. Wir haben 90er bei 110, glaube ich, fangen sie an. Wir haben 87er bei über 50.000. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe zwei 88er gezogen, habe 120.000 Coins gemacht. Was einerseits cool ist, weil wenn man Walkouts sieht, und auch zu diesem Zeitpunkt von FIFA, wo die meisten Walkouts, wenn es Goldkarten-Walkouts sind, nichts mehr kosten, macht man da auch gute Coins. Aber zu anderen Sachen, man kann halt gerade gar nicht investieren. Wir müssen warten, bis diese SBC hier abläuft, diese Mid-Slash-Prime-Icon-Spielerwahl. Ich glaube, spätestens heute, wo die meisten ja nach den Rewards nochmal die SBC gemacht haben, sage ich mal, haben die meisten die SBC abgeschlossen und die Karten werden in den nächsten Tagen, wenn keine andere SBC kommt, was wieder High-Rated-Stuff ansteigen lässt, werden sie auch wieder droppen. Ganz normaler, oder ja, ist ein ganz normaler Verlauf, sage ich mal. Und die SBC läuft erst in 7 Tagen ab, aber spätestens jetzt in 2-3 Tagen hat sie gefühlt jeder abgeschlossen, der sie noch abschließen will. Und wenn nichts, wie gesagt, anderes kommt, was wieder den Markt starten lässt, werden die Karten wieder droppen und dann kommt auch wieder ein Investment-Video, wie man derzeit traden kann, zum Beispiel, was man investieren kann, nochmal zum Thema investieren. Heute, Donnerstag, 19 Uhr, Top-Partien-Investments. Immer sehr, sehr OP. Letzte Woche bin ich mit, ich glaube, 50k reingegangen, habe 130.000 rausgeholt. Ist jetzt nicht die Welt, aber man kauft da gefühlt wirklich Goldkarten Non-Res für 700, 800 Münzen ein, wo man keine Verlustgefahr hat und verkauft die dann wieder für, ja, wie viel sie halt dann kosten, wenn die passende Mannschaft dann auch kommt, in der ihr investiert habt. Also Top-Partien-Investments immer sehr, sehr einfach. Auch nochmal kurze Werbung dafür. Wir haben ja einen Trading-Discord. Wir haben jetzt wieder, ich glaube, 50 Plätze limitiert frei für diesen Monat. Da kommen auch jede Woche Top-Partien-Investment. Oberster Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Aber ansonsten so viel zur ersten Frage. Dann kommt eine allgemeine Frage rein, was ich sehr, sehr cool finde, weil die meisten fragen hier wirklich, wann steigen 84er, wann Karten einkaufen, wann wieder investieren. Aber wir haben hier wirklich eine sehr, sehr coole Frage und zwar, Pains, was hältst du derzeit von FIFA und was wünschst du dir? Gute Sache. Ich würde sagen, vom Gameplay wünsche ich mir gar nichts. So, was soll ich erzählen? Da muss ein ganz neues FIFA hergefühlt oder eine ganz neue Engine, dass da mal was Spielbares rauskommt. Aber was ich mir jetzt gerade wünsche, was Thema SBC angeht, ich finde das sehr, sehr cool, diese 81+. Die läuft ja auch noch morgen Abend 19 Uhr, richtig. Also wir können auch morgen, wenn wir streamen, die nochmal machen. Sowas finde ich immer zu Events sehr, sehr cool. So Upgrade Pack. Icon Pack finde ich auch sehr cool, dass sie, also sie läuft in 3 Tagen ab. Kommt dann vielleicht mit / Prime Icon Pack wiederholbar, Freunde? Ich glaube, ja. Also, ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass dann eine kommt. Okay, 3 Tage, vielleicht dann spätestens in einer Woche, haben wir die wiederholbare mit / Prime Icon SBC. Also darauf auch, ja, ich sag mal, gefasst machen. Aber was wünsche ich mir? Eine Leiste hier oben, Freunde, eine Leiste. Da stand mal in der Vergangenheit Icons. EA, erinnert ihr euch? Icon-Spieler, SBCs, die groß angekündigt wurden vor dem FIFA, dass sie wieder back sind. Wo sind die? Wo, it's my weird. Ich kann mich nicht aufregen, Freunde, aber wo sind diese Icon-SBCs? Also nicht die Icon-SBCs hier, dieses mit Icon-SBC-Pack oder sonst was. Ich rede von den Icon-Spieler-SBCs, die uns versprochen wurden. 12 Icons gesehen. Derzeit gibt es gar keine mehr, weil alle abgelaufen sind und EA seit, ich glaube, lass mich auch wieder da nicht lügen, Januar oder sogar Dezember keine neue Icon-Spieler-SBC gebracht hat. Anfang von FIFA, um die Leute zu hypen, ey, die Icon-Spieler-SBCs sind weg, bla bla bla. Wir haben 12 Spieler-Icons, glaube ich, bekommen. Lass es 15 sein. Davon waren über die Hälfte kompletter Schrott wie Owen, Keen oder Van der Sar oder sonst wer. Ihr wisst, was ich meine. Also nicht, dass Van der Sar an sich Schrott ist, aber als Spieler Icon SBC, ihr versteht, wir haben da vielleicht 1-2 spielbare Karten bekommen. Also wirklich sehr, sehr schlecht gemacht von EA. Das hätten sie dann auch direkt weglassen können. Brauchen uns da nicht unnötig zu hypen. Und ich könnte da wirklich ein ganz großes Fass aufmachen, was ich mir alles wünsche, was ich besser gemacht hätte, sage ich mal, schlechter gemacht hätte. Aber ich glaube, das ist meine größte Kritik an EA. Also das Thema um die Icon-Spieler-SBCs. Dann haben wir die nächste Frage und zwar, wann gibt es den nächsten Marktcrash, wann Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé etc. verkaufen? Dafür können wir einmal auf Footbin gehen und ich kann euch da ganz kurz den Graphen von FIFA 20 mal zeigen, damit ihr euch so ungefähr, sag ich mal, ja, ein Auge verschaffen könnt, wie es denn aussehen könnte in diesem Jahr. Es ist nicht immer 1:1, aber in größten Teils ist es schon ziemlich gleich. Meine Szene ist dafür ganz kurz mal aus, also meine Kamera, nicht, dass ihr euch wundert, weil letztes Mal hat es die komplette, also den kompletten Graphen verdeckt. Deswegen kann ich es euch einmal jetzt hier so zeigen. Und zwar, wir haben einen Cristiano Ronaldo in FIFA 20
Hier könnt ihr es sehen, ich habe jetzt mal 20. Januar als Anfang gefiltert und am Ende haben wir mal einfach den 30. Mai gefiltert, so wo die Todzeit dann auch beginnt. Also etwas früher, aber zu der Zeit, also zu der Todzeit. Und wir sehen, Ronaldo ist natürlich mit der Zeit immer mehr gedroppt, was auch dieses Jahr ganz normal verständlich sein wird. Und umso älter ein FIFA wird, umso mehr droppen natürlich die Goldkarten. Und vor allem die Metakarten wie Ronaldo und alle halten sich aber schon eine lange Zeit, wenn man denkt im Februar immer noch bei knapp einem Mio, halten sich auf jeden Fall eine lange Zeit. Wo der erste, sage ich mal, kleine Crash kam, war von dem, ja, 28. Februar bis Anfang März. Mitte März ist ja um die 100k gedroppt. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr genauso ist. Ich könnte mal gleich, oder wir könnten auch jetzt gleich mal sofort Cristiano Ronaldo in diesem FIFA uns mal rausfiltern und schauen, wie es denn derzeit aussieht. Und hier sehen wir auch, ja, er droppt immer und immer mehr. Mittlerweile gibt es sogar einen dicken Crash, also 984. Und wenn man denkt, von der Woche war der noch knapp bei 1,1 Millionen. Er ist um die 100k gedroppt. Es können sehr viele Fälle sein. Natürlich immer wieder Lightning und neue Event. Weniger Leute oder immer mehr weniger Leute spielen die Weekend League. FIFA wird älter, die Karten droppen. Also es hat ganz, ganz viele Punkte, sage ich mal, warum die Karten hier droppen. Und der nächste richtig dicke Crash, wenn man es mit FIFA 20 bezieht, ist dann die Team of the Season Zeit. Er ist von 500.000 auf 300.000 innerhalb 17 Tage gedroppt, also über 200.000 Coins ist ein Ronaldo in FIFA 20 im Mai gedroppt. Hier hätten wir dann jetzt noch 2 Monate Zeit. Ein Neymar kann ich euch ganz kurz direkt hier zeigen. Gleiche Sache, Freunde. 10 Tage später 360.000, also 200.000 Coins gedroppt. Das ist einfach die Todzeit, sage ich mal, wo wir den wirklich nächsten dicken Marktcrash bekommen. Dass die Karten nicht mehr steigen, sollte uns alle bewusst sein, dass wenn ihr euch jetzt heute einen Ronaldo holt, dass er nächste Woche nicht teurer ist, sondern eher billiger oder in 2 Wochen dann nochmal billiger ist, als ihr ihn euch dann nächste Woche kaufen solltet. Mit der Zeit droppen immer mehr die Karten. Das sollte euch bewusst sein und ist auch ganz normal. Deswegen so viel zur dritten Frage und ich würde sagen, das war es auch erstmal. Ich habe die jetzt schon gut genug beantwortet, sonst hat das Video am Ende Überlänge wie... Wir setzen einen Cut. Wir sehen uns um 19 Uhr wieder. Okay, 19 Uhr. Ich habe schon eben geschaut, weil ich wegen dem Discord schauen musste. Wir haben Icon-SVCs bekommen. Ich habe gerade gemeckert. Es sind wieder... Ja, 3 Karten, die jetzt nicht die allerbesten sind, aber es sind Icon-SBCs, Freunde. 57 Tage, also mehr als genug bleiben sie. Ich bin ehrlich zu euch, die Anforderungen sind easy machbar. Das sind hier 2 geschenkte SBCs mit Bronze und Silber. Dann haben wir hier ein 80er-Team. Können wir auch direkt rausdenken, weil es auch ein geschenkte SBC ist. Wir haben hier ein 84er, 85er, 86er und 87er-Team für Netwert. Ich glaube sogar, ich werde mit dem mal abschließen in Zukunft. Er hat 4,5, also er sieht übel gut aus. Er ist nicht zu teuer, wie ich finde. Man müsste den jetzt, also ich sag das jetzt, wie ich finde, klar sind gerade die 86er, 87er so teuer, dass er safe teuer ist, aber ich rede von Aircraften und man kann sich den locker aircraften mit der Zeit. Kluivert sieht auch gar nicht so schlecht aus, hat 4,5 auch, Beweglichkeit 79, deswegen feiere ich Kluivert, sage ich jetzt mal, nicht so. Aber ansonsten auch hier ein 83er Team, 86, 85 und nur 86, also 2x 86, auch easy machbar, also EA... GG, danke euch. Geht doch. Endlich mal Icon-SBCs. Und dann haben wir eine Top-Partien-SBC bekommen. Wo ist sie? Also wie immer Top-Partien. Und wir haben die 84-Plus-Spielerwahl bekommen, die wir jetzt auch machen werden. Ich habe die schon gebaut eben. Wie gesagt, ich musste ja schon wegen dem Discord schauen. Deswegen war ich schon drin. Und wir senden das ganze Team mal ab. Mondi ist untradable. Nicht wundern, warum ich den abgebe. Und ich habe sowieso Roberto Carlos auf der Seite. Dann würde ich sagen, ich hole eben meinen Bruder. Er wollte dabei sein. Kann sein, dass er sein Pack auch noch in dem Video öffnet. Und dann sehen wir uns wieder. Also nicht hingucken. Also auch nicht hingucken. Ja, ich sag dir wann. Aber guck gar nicht, ne? Nein, ich habe geöffnet. Nicht. Okay, Jungs. Warte, wir drücken R3. Noch nicht. Ich guck kurz, ob geklappt hat so ein bisschen. Warte, noch nicht. Nein, hat, glaube ich, nicht geklappt. Ja, den habe ich gesehen. Okay. Ist schon mal gut, oder? Eigentlich? Okay. Ja, übel gut. 84. Ich glaube, das sind nur 3 Stück, aber, ne? Eine Special-Karte hätte ich gerne. Vielleicht so What If oder so. Okay, komm, weiter geht's. Ich sehe so klein neben dir aus, wieder perfekt. Warte mal. Nein, weil mein Stuhl kaputt ist deswegen. Die Leute werden wieder haten. So, weiter geht's. Noch einer. Drück du weiter, komm. R2. Bitte. 4? Dann waren es doch 4. Das ist nicht gut. Das ist safe nicht gut. Das ist ein Walkout aus 4,84er. Naja. Ach Gott. Okay, wir haben jetzt, oder sind auf dem Account von meinem Bruder. Er hat auch noch das Pack. Willst du es normal öffnen oder auch? Ja, okay, dann machen wir hier aus und gucken da. Sonst delete, warte. Ah, okay, Sommer 2 hast du gesehen, okay. Sommer hast du gesehen gehabt oder andere? Andere? Ah, Junge, er hat 3 voll verkackt, egal, zeig weiter. Oha, voll gut, wirklich, der kostet 90k. Weiter, oder 80? Ja, witzig, Freunde. Jetzt kommen wieder die Kommentare. Oh, ich glaube, ich würde sogar Godin mitnehmen. Ich hab dich einfach gezogen.
So lustig. Oh, ich glaube, ich weiß nicht, weil ein 86er du ziehst, Godin. Wer ist seltener zum Ziehen? Ich glaube, so ein Godin ist seltener für einen Innenform abgeben, oder? Aber wait. Neuner ist teuer. Neuner. Ich würde sagen, die machen wir morgen in den Stream, dann haben wir auch ein paar Picks im Stream. Ansonsten, wenn es euch dann gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das war es dann erstmal vom Video. Gerne in die Kommentare schreiben, was hattet ihr aus euren 84 plus Spielerwahlpack. Markiert mich gerne auf Instagram, da heiße ich wie hier auf YouTube The Real Paints. Ich bin raus, bis morgen, haut da rein und ciao, ciao.